Okay, noch schnell was. Das dauert jetzt ganz schön lange. Gut, die Burg ist fertig, das ist prima. Dann haben wir Dirk erstmal relativ gut geschützt. Ja, man darf nicht vergessen, alles weiterzuentwickeln, sonst hat man nachher irgendwann ein Problem. Weil wichtige Technologie fehlen. Und wie gesagt, auch Forschung bringt da durchaus Punkte. Ein bisschen Verteidigung haben wir ja erstmal. Chopper. So, weiter forschen. Ja, die Idee ist langsam einen zweiten Wall um die Burg zu ziehen. So, das nächste Zeitalter haben wir erstmal. Das ist sehr gut. Katapulte, wo wollen die denn hin? Wahrscheinlich aber nicht zu mir. Gut, indirekt unterstütze ich natürlich meine Gegner. Wenn der eine Truppe an mir vorbeischickt und die werden natürlich dann beschossen von meiner Burg. Aber so ist das halt. Ich habe immer das Gefühl, dass wir zu wenig Bauern haben. So, Dorfzentrum. Ach, Entschuldigung, Frosch im Hals. Muss gleich mal was trinken. Ja, mehrere Dorfzentren zu haben ist genauso sinnvoll wie mehrere Kasernen zu haben, mehrere Reitställe. Erstens kann man eine dezentrale Produktion dadurch natürlich aufbauen, die natürlich dann auch schneller geht, weil man halt mehrere Objekte hat, die arbeiten können. Und wenn doch mal eins zerstört werden sollte, hat man immer noch etwas in der Hinterhand. So wie angedroht. Der zweite Burgwall. Ich muss nur gucken. Genau, da ist überall Wald. Super. Wald ist immer ein gern gesehener Schutz, da er natürlich ist. Und das einfach spart. Besonders was Steine angeht. Da kommt der Gegner halt nicht durch. Ich muss auf jeden Fall irgendwie noch eine zweite Burg hinklatschen. Ich glaube, da ist der Baum. Ja, ein Weg, ja. Den müssen wir wegmachen. So, ein Tor wäre auch nicht schlecht. Und dann kann ich natürlich die Steine abbauen.
Gut, machen wir so. So, Steinmine. Wirtschaft muss auf jeden Fall noch ein bisschen angekurbelt werden. Bolden. Bolden. Yay. Oh. Bolden. Das ist schon der Feind. Equillen. Dich. Wenn der zweite Burgring fertig ist, der zweite Mauerring, können wir dann auch die ganzen Distanzkämpfer, also Bogenschützen, Speerwerfer und so ein Zeug alles, Katapulte, da raus verlagern. Okay, da ist, glaube ich, wieder mal Wald. Gut, dann machen wir das hier noch zu. Läuft bis jetzt ganz gut. Das Problem ist manchmal, entweder man wurde am Anfang überrannt, dann hat man in der Regel schlechte Karten, oder man hat weitestgehend seine Ruhe. So, die laufen jetzt da rum, damit wir den zweiten Mauerring weiter rumziehen können. Da sind noch Steine, die könnten wir auch noch abbauen bei Gelegenheit. Hier ist noch ordentlich Wald. Ich weiß allerdings nicht, wie dick der ist. Also wie dick. Dicht. Und wie groß diese Waldparzelle ist. Oh. Okay, also da muss ich was tun. Der Feind hat sich doch ziemlich ausgebreitet. Und da oben ist Wasser. Gewässer sind immer gut. Okay, hier geht's ganz schön los. Schön, wenn die Nase killert. Okay. Ich muss auf jeden Fall verstärken. Die Bauern sind jetzt da weg. Das ist nicht gut.